Früchte oder Pflanzen vor Spätfrösten zu schützen, ist wahrlich kein einfaches Unterfangen. Oft sieht man in Zeitungen oder auf Videos spektakuläre Bilder, bei denen Obstbauern ganze Anlagen vereisen, Frost beregnen oder wo wunderschön romantisch ganz, ganz viele Frostkerzen angezündet werden. In diesem Video erkläre ich euch, warum meiner Meinung nach diese beiden Frostschutzmethoden für den Garten nicht geeignet sind und warum teilweise, obwohl es gut gemeint ist, der Schaden damit im Garten sogar vergrößert wird. Viel Spaß! Die erste Technik, die ich mit euch besprechen möchte, das ist die Frostberegnung, denn die wird in meinen Augen am häufigsten falsch verstanden. Bei der Frostberegnung ist es entscheidend, dass über die komplette Nacht hindurch die Bäume kontinuierlich beregnet mit Wasser versorgt werden und dabei mit einer ganzen Menge Wasser. Was häufig missverstanden wird, ist, dass eine vereiste Frucht nicht in einem Iglo geschützt ist vor der Kälte, die von außen wirkt, sondern dass das Frostberegnen deswegen funktioniert, weil bei kontinuierlicher Wasserzufuhr kontinuierlich auch Wasser gefriert in einer Frostnacht und dabei Erstarrungswärme frei wird. Wenn Wasser, flüssiges Wasser, gefriert und erstarrt, wird Energie und Wärme frei. Wenn flüssiges Wasser gasförmig wird, verdunstet, dann entsteht Verdunstungskälte. Und diese Verdunstungskälte entzieht unseren Früchten deutlich mehr Wärme. Wenn man also nicht ausreichend Wasser zuführt und nicht ausreichend Wasser kontinuierlich gefriert und wärmefrei wird, kann man den Schaden sogar deutlich erhöhen. Und ganz häufig lese ich, dass Leute sagen, sie haben ihre Bäume vor einer Frostnacht noch mit dem Schlauch nass gemacht oder sie haben sie besprüht mit Wasser und dadurch ihre Bäume schützen wollen. Das ist leider ein Riesenmissverständnis, denn dadurch erhöht man maximal diese Verdunstungskälte und maximiert auch den Schaden. In solchen Fällen wäre es deutlich besser, einfach gar nichts zu tun und den Baum trocken in die Frostnacht hineingehen zu lassen. Wir Menschen selbst kennen dieses Prinzip der Verdunstungskälte alle. Am Beispiel Sommer im Schwimmbad. Wenn es draußen 30, 32 Grad hat, wir in 28 Grad warmes Wasser hineinsteigen, dann sind wir mal gut erfrischt und solange wir im Wasser sind, ist uns warm. Sobald wir aus dem Wasser heraussteigen, von der 28 Grad warmen Umgebung in die 32 Grad warme Umgebung, ist uns trotzdem kalt. Der Grund dafür ist, dass unsere Haut feucht ist. Sobald wir uns abtrocknen, dann ist uns wieder warm. Warum? Erst dann, nachdem wir uns abgetrocknet haben, solange unsere Haut feucht ist, wirkt auch hier die Verdunstungskälte. Und diese sorgt dafür, dass uns, obwohl es draußen 32 Grad hat und wir aus einem kälteren Wasser heraussteigen, uns auch kalt ist. Etwas, was beim Frostberegnen auch oft nicht berücksichtigt wird, das ist der Faktor Wind. Denn eine Frostberegnung arbeitet nur dann effektiv, wenn es windstill ist. 3 Meter Wind pro Sekunde ist so circa das Limit. Nur darunter sollte man Frostberegnen. Wenn es stärkere Winde gibt, kann auch hier die Frostberegnung den Schaden an den Früchten und den Pflanzen deutlich erhöhen, anstatt dass man seine Früchte schützt. Ein weiterer Punkt, der im Hausgarten sehr schwer einzuschätzen ist, ist, wann man die Frostberegnung eigentlich einschalten muss. Denn entscheidend hierbei ist nicht die Temperatur, die man auf einem Trockenthermometer angezeigt bekommt, sondern man muss auf die Feuchttemperatur achten. Die Feuchttemperatur kann man sowohl messen als auch sich errechnen, wenn man andere Parameter wie zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit kennt. Und die Feuchttemperatur sagt uns, wie kalt es sich für die Frucht oder die Pflanze tatsächlich anfühlt. Dabei sind jetzt kalte Temperaturen in Kombination mit vor allem sehr niedriger Luftfeuchtigkeit gefährlich. Denn je niedriger die Luftfeuchtigkeit, desto größer ist der Unterschied zwischen
Feuchttemperatur und Trockentemperatur. Wenn die Luftfeuchtigkeit bei 100% ist, dann ist Feucht- und Trockentemperatur ident. Entscheidend ist jetzt, nicht aufs Trockenthermometer zu achten, sondern die Feuchttemperatur zu kennen und bevor die Feuchttemperatur ins Minus rutscht, mit der Beregnung zu starten. Ein letzter Faktor, der in meinen Augen oftmals übersehen wird, das ist auch der Krankheitsdruck, der sich aufbauen kann, wenn Pflanzen über langen Zeitraum beregnet werden. Wenn beispielsweise Steinobst wie Marille, Kirsche, Pfirsich oder Nektarine, die vor allem in der Blütezeit sehr sensibel auf Pilzinfektionen nach Niederschlägen sind, über einen langen Zeitraum beregnet werden, dann sind Monilia-Infektionen oder Infektionen mit Bakterienkrankheiten fast vorprogrammiert, wenn man nicht auch gleichzeitig Pflanzenschutzmaßnahmen setzt. In Summe ist die Frostberegnung eine hocheffektive Art des Frostschutzes, weil man mit ihr bis zu minus 5 Grad puffern kann. Allerdings habt ihr jetzt schon mitbekommen, es sind so viele verschiedene Faktoren über Erfolg oder Misserfolg entscheidend, dass in meinen Augen die Frostberegnung vor allem etwas ist, was im professionellen Anbau angewendet werden kann und für den Hausgarten dann vielleicht doch einfach etwas zu kompliziert. Eine weitere Methode, um seine Bäume vor Spätfrösten zu schützen, das ist das Heizen. Dabei werden im professionellen Anbau meist Frostkerzen verwendet. Das sind Kübel, die im Normalfall mit Paraffin gefüllt sind, ca. 6 bis 8 Liter groß. Und diese Kübel können, wenn man sie entzündet, ca. 6 bis 10, maximal 12 Stunden, je nachdem welches Material hier verbrannt wird, Wärme erzeugen. Hier ist jetzt ganz, ganz entscheidend, dass man einfach eine gewisse kritische Fläche braucht, damit das auch effizient funktioniert. Wenn man einzelne Bäume im Hausgarten mit Frostkerzen schützen möchte, dann kann man ganz schnell, im wahrsten Sinne des Wortes, ganz, ganz viel Geld verbrennen und trotzdem kaum einen wärmenden Effekt haben. Denn wenn Wind mit nur 4 km pro Stunde weht und 4 km pro Stunde Wind, das fühlt sich für uns Menschen ziemlich windstill an, da spüren wir eigentlich gar keinen Wind, dann ist die Wärme in einer Viertelstunde circa einen Kilometer verblasen. Das heißt, die Wärme bleibt nicht dort auf dem Punkt, wo sie erzeugt wird, sondern wird durch den Wind in ganz andere umliegende Grundstücke verfrachtet. Und das ist der Grund, warum diese Technik erst ab einer gewissen kritischen Größe wirklich anfängt, effizient zu sein und gut zu wirken. Dabei kann man jetzt wirklich sagen, je größer die Fläche, auf der Frostkerzen angezündet werden, desto effektiver, wenn mehrere Bauern zusammen Felder, benachbarte Felder beheizen, dann ist es natürlich am effizientesten. Wenn man im Garten eine Kerze anzündet und auf der falschen Seite des Baumes positioniert und der Wind dann die entstandene Wärme verbläst, hat es so gut wie keinen Effekt. Außerdem sind Frostkerzen vor allem in diesen Zeiten sehr, sehr teuer geworden. Wir sprechen hier von Endverkaufspreisen, habe ich erst kürzlich gesehen, von über 15 Euro pro Kerze. Und auch hier ist entscheidend, man darf die Kerzen nicht zu früh entzünden, denn sonst kann es sein, dass sie schon am frühen Morgen nicht mehr brennen. Und der kälteste Zeitpunkt in einer Frostnacht, der ist so gut wie immer kurz vor Sonnenaufgang. Das heißt, wenn man am frühen Abend zu früh entzündet und dann kurz vor Sonnenaufgang die Kerzen nicht mehr brennen, sind die Bäume eigentlich zum kältesten Zeitpunkt ungeschützt. Schauen wir uns jetzt aber auch noch an, welche Techniken im Hausgarten funktionieren und was jeder tun kann, vom Hobbygärtner bis zum professionellen Obstbauern, um seine Pflanzen vor Spätfrösten zu schützen. Punkt Nummer 1 und der für mich absolut wichtigste Faktor, das ist die richtige Sortenwahl. Innerhalb einer Obstart gibt es immer verschiedene Sorten und diese haben auch eine unterschiedliche Anfälligkeit, was Spätfröste betrifft. Punkt Nummer 2, auf den man achten sollte, wenn es denn möglich ist, ist den richtigen Standort auszuwählen. In den meisten Frostnächten ist es so, dass es Strahlungsfröste gibt. Das heißt Fröste, wo es beinahe windstill ist.
In diesen windstillen Nächten sinkt kalte Luft auf Hängen immer ab und staut sich im Tal in der Senke. Wenn ich also die Möglichkeit habe, unterschiedliche Standorte auszuwählen und einer ist höher und der andere ist tiefer gelegen, dann ist es gut, spätfrostempfindliche Obstarten immer eher oben zu positionieren, weil hier wirklich auf wenigen Metern gravierende Unterschiede in der Kälte sein können. Wir haben oftmals in einer Obstanlage mehrere Wetterstationen, manche etwas tiefer, manche etwas höher positioniert und hatten schon den Fall, dass wir in ein und derselben Obstanlage bis zu 6 Grad Temperaturdifferenz gemessen haben. Und das ist natürlich wirklich enorm. Etwas, was in meinen Augen ganz massiv unterschätzt wird, das ist der Faktor Vorjahresbehang. Warum Vorjahresbehang, wenn es ja dieses Jahr friert? Die Blütenknospen, die heuer Früchte bringen, die wurden bereits im vergangenen Sommer gebildet. Wenn der Baum also im vorjährigen Sommer während der sogenannten Blütenknospeninduktion Stress hatte, das heißt beispielsweise einen Überbehang, schlechte Wasserversorgung, schlechte Nährstoffversorgung, dann kann er keine Knospen in bestmöglicher Qualität bilden. Und das kann schon mal durchaus ein ganzes Grad an Widerstandsfähigkeit ausmachen. Das bedeutet, wenn man heuer seine Bäume frühzeitig ausdünnt, frühzeitig entlastet und entstresst, dann können unsere Bäume im nächsten Jahr etwas frostfester sein. Auch entscheidend für die Knospenqualität ist das Wachstum eines Baumes im Spätherbst. Wenn ein Baum bis zu den ersten Frösten voll im Wachstum steht, hat dieser nämlich eine schlechte Holzreife. Die Triebe sind dann nicht sortentypisch braun, sondern oft noch grün. Wenn ich das Beispiel Marille hernehme, diese hat immer rote wachsende Triebspitzen. Und von diesen Triebspitzen sollte ich eigentlich schon Mitte, Ende September im Idealfall keine mehr am Baum haben, denn dann kann ich damit rechnen, dass das Holz wirklich gut ausgereift ist und die Knospen bestmöglich versorgt. Ein weiterer Faktor, der in einer Frostnacht entscheidend sein kann, das ist der Bewuchs unter seinen Bäumen. Denn wenn man beispielsweise einen sehr hohen Bewuchs hat, dann können diese hohen Pflanzen auch sehr viel Feuchtigkeit, Wasser transpirieren und das sorgt wieder dafür, dass Verdunstungskälte entsteht. Wenn man also einen kurzen Bewuchs hat, können diese Pflanzen, die wir in der Begrünung haben, weniger Wasser verdunsten und dadurch wird nicht unnötig Verdunstungskälte produziert. Allerdings ist es jetzt wichtig, wenn man seine Pflanzen vor einem Spätfrost mäht, das nicht zu knapp vor dem Frostereignis zu machen. Denn wenn man sehr hohe Begrünungen mit viel organischer Masse einfach nur mäht und die organische Masse oben auf am Boden liegen bleibt, dann kann diese wie Mulchmaterial richtig puffern und verhindern, dass Wärme aus dem Boden in die Atmosphäre aufsteigt. Denn ein warmer Boden, der kann in so einer Frostnacht auch Wärme puffern. Und dabei ist jetzt auch entscheidend, wie der Boden eigentlich beschaffen ist. Denn ein stark ausgetrockneter Boden, der kann deutlich weniger Wärme speichern, als das beispielsweise ein feuchter Boden tun kann. Wenn also das Wasser oberflächlich steht und Verdunstungskälte entsteht, dann ist es absolut kontraproduktiv. Wenn man aber einfach nur eine gut feuchte Erde hat in den Tagen vor dem Frostereignis, dann kann der Boden mehr Wärme speichern und dadurch auch in der Frostnacht mehr Wärme in die Atmosphäre abgeben. Und zu guter Letzt noch ein Trick, den ein jeder nutzen kann, der zumindest keine zu großen Pflanzen hat, und das ist das Einwickeln mit Vlies. Ich sage hier bewusst mit Vlies oder mit irgendeinem anderen Material, in dem sich auch wir Menschen etwas geschützt fühlen würden. Was wenig bringt, ist zum Beispiel einfach nur einen Plastiksack über Pflanzen drüber zu stülpen. Der kann auch ein bisschen puffern. Aber überlegt einfach, wie ihr euch selbst fühlen würdet, wenn ihr euch in das Material einwickeln würdet, in das ihr auch die Pflanzen einwickelt. Je wärmer es euch hält, desto besser schützt es auch unsere Pflanzen. Was ist jetzt wirklich realistisch, dass man mit Einwickeln an Wärme puffern kann? 1 bis 2 Grad Celsius. Mehr schafft man auch nicht. Allerdings sind 1 bis 2 Grad schon ganz oft entscheidend zwischen einem Vollertrag oder fast gar keine Ernte.
Ich hoffe, für euch waren jetzt einige Tipps mit dabei und ihr wisst, was in den nächsten Spätfrostnächten zu tun ist, damit ihr eure Pflanzen schützen könnt. Ich wünsche euch reiche Erträge und schöne Grüße aus der Wein- und Marillenstadt Poisdorf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.